Hallo, mein Name ist Emil Sandkuhl und ich freue mich sehr, Sie auf meinem YouTube-Kanal Qigong Online begrüßen zu dürfen. Informationen über meine Seminare finden Sie im Internet unter energy-healing-online.de. Ich möchte Ihnen jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Und selbst wenn Sie diese Geschichte mit Ihrem bewussten Verstand bald vergessen haben, sie wird in Ihrem Unterbewusstsein gespeichert bleiben und Ihnen immer, wenn es erforderlich ist, hilfreich in Erinnerung kommen. Der junge Mann musste beweisen, dumm genug zu sein, um vom Meister als Schüler angenommen werden zu können. Der Meister hatte ihm zwar versichert, dass es nichts gebe, was er ihm beibringen könne, doch der Schüler hatte sich dem Meister als ein Mensch dargestellt, der davon ausgeht, dass ein anderer ihm seine Probleme löst. Der Meister stellte seinem Schüler am ersten Tag die Frage: Wie sah dein ursprüngliches Wesen aus, bevor deine Eltern dich gezeugt haben? Und er fügte noch hinzu: Zeig mir das. Ich möchte keine langen Erklärungen, wer du bist. Ich will nicht wissen, welche soziale Rolle du hast. Ich will nicht wissen, welchen Beruf du hast. Dein Name und deine Familie interessieren mich nicht. Das alles ist Schnee von gestern. Ich will das, was immer da war und was immer da sein wird, dein ewiges, ureigenes Wesen. Also sei jetzt ganz spontan. Noch einmal, mein Name ist Emil Sandkuhl und ich habe mich sehr gefreut, Sie auf meinem YouTube-Kanal Qigong Online begrüßen zu dürfen. Informationen über meine Seminare finden Sie im Internet unter energy-healing-online.de.